Und wir schnappen uns jetzt erstmal unser Feuerzeug und werden ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, denn wir werden heute etwas, ja, Gourmet-mäßiges machen und werden uns mal etwas die Küche anschauen. Vielleicht wird uns der ein oder andere kleine Spezialhappen auch erreichen. Mal schauen, wie es läuft. So, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir diesen Haken hier bekommen, weil irgendwie geht das ja den Haken manchmal nicht. Weiß auch nicht wieso. Ist auch sehr, sehr weird, aber ist okay. Wir gucken auch schon mal da oben hin. Da oben steht da schon der erste der Zwillingsköche. Ich weiß leider nicht, wie die Dudes heißen. Aber wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie die heißen, ihr wisst Bescheid, ab in die Kommentare damit. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil es 2 Wochen gedauert hat, bis ich wieder was aufgenommen habe. Ja, die letzten Wochen waren ein bisschen stressig, ein bisschen viel zu machen und dies und das und jenes. Aber es wird sich natürlich jetzt wieder bessern. Es werden auch wieder mehr Lore-Videos kommen. Das Resident Evil-Video zu Resident Evil 7 ist natürlich schon in der Mache. Ich bin schon dran, das zu tun, beziehungsweise fertig zu machen. Und dann werden wir mal schauen, dass ich das, ja, ich denke mal so die Woche hochlade oder so. Mal schauen. Wird auf jeden Fall nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Es tut mir auch sehr leid, dass ihr so lange auf das Video warten musstet. Aber es ging leider Gottes nicht anders. Und da hören wir auch schon unsere wunderschöne Musik. Und ja, wir wissen alle, was Six jetzt vorhat. Six, was tust du da? Nein, don't do it. Nein, nicht die Ratte. Ist schon ganz schön eklig, oder? Sie frisst einfach die Ratte weg. Ganz, ganz ekelhaft. Natürlich darf der Cappuccino nicht fehlen. Aber ist auch relativ. Denn die Ratte hat uns auf jeden Fall etwas, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Die hat wahrscheinlich geschmeckt. Nenn ich's. Na. Lol, was macht das? What? Was war das denn jetzt? Warum ging das denn nicht? Verstehe ich natürlich vollkommen. Man sieht hier auch schon das Ganze etwas blutig gestaltet. Und ihr werdet es nicht glauben. Aber die Zwillingsköche, die verfüttern hier nicht nur Fisch. Ja, dieser blöde Wagen, der rollt immer zurück. Das ist ziemlich dämlich. Ja, wir haben hier auf jeden Fall den ein oder anderen Leckerbissen, was das da oben sein soll, neben der Lampe. Ich habe keine Ahnung, aber da haben wir eine schöne Knoblauchstange. Beziehungsweise Knoblauch. Dann haben wir hier ein bisschen Gewürze, dies, das. Und ja, ich mach mal die Maus aus dem Bild. Die soll eigentlich aus dem Bild verschwinden. Dankeschön. Dann wollen wir mal langsam, aber sicher an unserem breiten Kumpel vorbei, der wunderschönes Fleisch schneidet und das natürlich total toll macht. So schneidet man natürlich kein Fleisch. Ich hoffe, ihr wisst, wie man Fleisch schneidet, denn nicht so wie er. Auf jeden Fall nicht. So, wir hoffen mal, dass er uns jetzt nicht mitbekommen hat. Und wenn ja, hört man den Elefanten schon schreien. Ja, man hat einen Elefanten genommen. Komm, Six, ein Stückchen laufen. Wir warten kurz hier. Es gibt hier natürlich einen Glitch, dass man sich mit ihm durch die Tür buggen, beziehungsweise durch die Tür kommt. Aber das Problem ist, der ist sehr, sehr schwierig anzuwenden. Ansonsten würde ich euch den natürlich zeigen. Vielleicht zeige ich euch das einfach mal so, dass ich euch das einfach mal einblende. Dass ihr euch das mal angucken könnt, wie das aussieht und wie das funktioniert. Und er wird jetzt aber nicht hier, oder? Ah, doch. Oh, wow. Ja, schön. Ja, fast schön tief in den Fisch rein. Mit deinen räudigen Ekelfingern. Ja, wir gucken mal, dass wir an dem jetzt vorbeikommen. Ja, wir müssen hoch. Ja, dreht sich sowieso in die andere Richtung. Ja, wie gesagt, also man kann hier an der Seite, da muss man hier irgendwo stehen, glaube ich, dann schiebt er einen, ja, hier so müsste es ungefähr sein, dann schiebt er euch hier durch und keine Ahnung. Wie gesagt, ich blende euch das gerne mal ein, wenn ihr das euch mal anschauen wollt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ist gerade für Speedrunner sehr, sehr interessant, denke ich. Weil, wieso nicht? Das sollte jetzt eigentlich so nicht passieren, aber ist okay. Okay, gehen wir mal nach oben. Er kommt sowieso nicht hoch, weil der ist ein bisschen zu unförmig, nennen wir es mal so. Ich nenne ihn mal unförmig. Will ihn nicht beleidigen. Wieso auch immer hier oben Brot liegt, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Guck mal hier. Und ja, hast du dein Ding wieder. Hast du doch bestimmt schon überall gesucht. Ja, wie gesagt. Nein! Okay, was da gerade passiert ist, ich habe keinen Plan.
Ich bin auf jeden Fall nicht... Sorry, ich habe da gerade einen Anruf reinbekommen und... nicht so geil, ne? Wenn man mitten im Spiel ist und einen Anruf reinbekommt. Auch sehr, sehr toll. Kennt ihr das, wenn ihr gerade was zu tun habt und einfach mittendrin irgendjemand anruft, wo ihr euch so denkt, yo, warum gerade jetzt? Es passiert mir halt wirklich sehr, sehr oft, dass Leute mich anrufen. Also gerade wenn ich am Stream bin oder sowas, ruft meistens irgendjemand aus der Familie an. Und dann geht's halt, ja, oh, wir wollten mal hören, wie es hier geht. Oder sonstiges, ne? Man kennt das ja irgendwoher. Aber naja. So, dann klettern wir mal hier hoch und diese, das sind Rucksäcke, glaube ich sogar. Die sind sehr schön, ich mag die Rucksäcke. Ja. Die Doppeltoilette, ja, die gehen auch zusammen auf Toilette, man wird es nicht glauben. Sehr lecker eigentlich. Da oben ist auch wieder so ein ganz tolles Bild. Und hier oben können wir mal unsere Kerze anzünden. Ich weiß halt echt nicht, wo alle Kerzen sind, sonst würde ich die, beziehungsweise, ja doch, sind heiß. Kerzen. Ja, wo halt alle Lichter sind, die man anzünden muss. Die müssen wir mal schauen, dass ich das mal irgendwie zusammenbekomme, weil mir fehlt es nämlich als Erfolg. So, wenn wir jetzt Glück haben, fliegt der Schlüssel ordentlich. Ah, natürlich nicht. Ich mache uns mal ein Stückchen Licht an. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Ja, ihr seht hier auf jeden Fall schon mal das zweite Bettchen, die schlafen da zusammen, dann haben die zwei Porträts da hängen von sich. Was schon sehr weird ist irgendwie. Ich weiß nicht, findet ihr das irgendwie nicht komisch, dass die so viel zusammen machen? Ich meine, ja, es sind Zwillinge und so, aber die machen ja alles zusammen. Die gehen ja zusammen auf Toilette. Das ist schon ganz schön komisch. Ich weiß nicht, was das soll. Oh. Gibt's hier oben irgendwas? Oder ist hier einfach nur... Ne, hier oben gibt's nichts. Okay, gut. Ja, dann gehen wir hier wieder runter. Ich hab's mal gespeedrunnt, ja. Aber ich habe mir nicht immer alles angeguckt. So. Ist ein schöner Ball. Den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, dann wollen wir mal gucken. Also. Wir sollten so ungefähr auf der Hälfte des Levels sein. Beziehungsweise des Chapters. Da muss man eher so... Man hört auf jeden Fall schon die ganze Zeit schön diese Chase-Musik sozusagen. Die ist eigentlich ziemlich cool, ich mag die sogar. Und ist auch eine der besten Chase-Musiken? Was ist die Mehrzahl von Musik? Wisst ihr das? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hey. Hör auf damit. Komm her, hier, kleiner Mann. Ja, wow. Natürlich kommt der jetzt hergelaufen, ne? Der Elefant. Als ob er jetzt extra hierher gelaufen kommt. Niemals. Zisch ab. Ich will keiner. Keiner hat Zeit für dich. Ich bin so froh, dass Little Nightmares 2, dass man da die Schlüssel so nehmen kann, ohne dass man jetzt irgendwas machen muss. Ich habe auch eine ganz schlechte Nachricht für euch. Denn Little Nightmares 3... wurde nämlich leider auf 2025 verschoben, da die Qualität des Spiels sehr wichtig ist und da auch die Liebe zum Spiel da sein soll, haben die gemeint. Ich find's okay, dass es verschieben und dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen wollen, aber ich find's auch irgendwo echt sehr, sehr schade, dass dieses Spiel nochmal verschoben wurde. Gerade weil es halt einfach so schön aussieht schon, ne? Ich meine, es sieht halt so toll aus. Und es sah aus, als ob das, also das Level, was sie da gezeigt haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich habe da so Lust drauf, mir das anzutun, dieses Spiel. Also anzutun, was heißt denn anzutun? Ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust auf dieses Spiel und ja, wie gesagt, es ist natürlich sehr schade, dass das jetzt auf 2025 verlegt wurde. Ich hoffe mal, dass es Anfang 25 sein wird, weil das wäre sonst echt mies. Es würde sonst super lange dauern und das ist halt, naja. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Das nächste, was ich jetzt gerade aktuell in Angriff nehmen will an Spielen, und ich hoffe, da habt ihr Bock drauf, das werde ich aber im Stream machen, das wird Elden Ring sein. Elden Ring habe ich aber schon, keine Ahnung, ich habe über 400 Stunden in dem Spiel, habe das auch schon durchgespielt mehrmals. Es geht einfach darum, dass es der DLC werden wird. Der DLC kommt ja am 21. raus. 21. Juni, by the way. Da könnt ihr natürlich gerne auch im Stream vorbeischauen bei Twitch. Da heiße ich Silly Cookie. Ich blende es euch hier einfach mal irgendwo ein.
Und dann werden wir da mal richtig, richtig coole Streams machen. By the way, sind die Streams oder so meistens so, also alles ein bisschen durcheinander. Es gibt Horror, es gibt halt Dark Fantasy, es gibt Action Games. Wow, was ist mit diesem Fleisch da gerade passiert? Habt ihr das gesehen? Es ist einfach durch die Wand gebackt. Wenn Six ihre Beinchen so ganz komisch schwingt, so, dann kommt ihr da auch so rüber, ohne dass ihr da irgendwie schwingen müsst, ne? Nur mal, dass ihr das auch so ein bisschen wisst. Wir müssen jetzt zum Kühlhaus kommen, glaube ich. Das sollte jetzt gar nicht mehr so weit sein. Müsste, glaube ich, hier jetzt sein, oder? Ja, ja, sage ich ja. Man kann sich da oben auch eigentlich festhalten, ohne... Und dann fällt man da so ganz komisch runter und hat halt irgendwie keinen Drop-Damage. Also ja, Drop-Damage hat man hier ja so oder so nicht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will, ne? Man hat halt nicht diesen Delay drin, ne? Und da kommst du nicht vorbei. Ciao. Haha, ich war schneller wie du. Aber der hat so eine ganz schöne komische Kochmütze auf, oder? Findet ihr die Kochmütze von ihm cool? Ich weiß ja nicht. Wir versuchen natürlich jetzt schneller zu sein wie er. Ich hoffe, es funktioniert. Also ich hoffe es. Mal sehen, ob es funktioniert. Weil ihr könnt nämlich an ihm vorbeilaufen, hoch auf den Tisch klettern und dann mit dem Schlüssel direkt wieder nach draußen. Also es ist jetzt klar. Es ist nicht so schwer. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie extrem viel Unterschied macht. Ich glaube so ein paar Sekunden. So, er darf. So. So, seht ihr? Ganz einfach. Zack. Er versucht nämlich da vorne zuzugreifen. Und das kriegt er natürlich nicht hin, weil er halt einfach zu schwer ist und zu langsam ist. So, du darfst jetzt aber da oben erst erwarten mit deiner schönen Maske. Ich würde mal gerne wissen, wie die unter den Masken aussehen. Wäre da auch mal eine sehr, sehr coole Aktion, oder? Einfach mal zu sehen, wie die da runter aussehen. So, mach mal hier die Tür auf. Hier gibt es auch so einen ganz komischen Sprung, dass man irgendwie an die Dings kommt. An diese Türklinke. Aber ich krieg den nie hin, keine Ahnung. Das ist sehr, sehr komisch. So, dann sind wir hier im Müllbereich, Müllabteilung. Hier habt ihr noch so eine, ja, so eine Geisha, die, ich weiß gar nicht, habe ich davon mitgenommen, von den Geishas? Ich habe gar nicht so viele, ne? Naja, ist auch relativ egal. So, jetzt sind wir im Abwaschbereich. Wir helfen denen natürlich nicht, das ist klar. Es gibt hier, wenn ihr hier hochgeht, einen Glitch. Da könnt ihr das ein bisschen überspringen. Wir werden das Ganze natürlich jetzt ohne Glitches durchspielen. Ist nur, dass ihr das wisst, dass man hier, wenn man im richtigen Moment hochspringt, durch die Wand backt. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil es erspart euch einen Haufen Zeit. Gerade wenn ihr Speedrunnt oder sowas, da habt ihr wirklich einen Haufen Zeit, was ihr euch erspart. Wir können ja auch sehr, sehr gerne mal gucken, dass wir das mal Speedrunnt. Ich denke, das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine coole Möglichkeit. Oh ja. Yeah. Da euch ein bisschen was zu zeigen. Also wenn ihr Bock auf einen Speedrun habt, dann können wir da gerne mal was machen, wenn ihr Bock habt. Schreibt es ja einfach gerne mal in die Kommentare. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. So. Die Küche sieht schon... Er ist schon riesig, ne? Also die Mauer ist halt auch nicht so klein. Ich finde, das ist so ein riesen Schiff. Das ist echt krass. Okay, so. Jetzt gehen wir hier hoch. Gehen wir kurz hier drunter. Weil er sieht uns ja jetzt hoffentlich hier nicht. Und warten. Ich hoffe, er tut das jetzt nicht zurück machen. Das wäre ja ziemlich. What? Der hat uns nicht gesehen. Interessant, dass der mich nicht gesehen hat. Der hört mich nicht mal, der Schwachkopf. Okay, jetzt haben wir oben. Okay, wir haben ein Problem. Ja, obwohl eigentlich nicht, wartet mal. Wir können hier unten einfach reingehen und können kurz warten, bis die weg sind. Da können wir natürlich erstmal noch einen schönen Schluck aus dem Cappuccino nehmen.
weiß gar nicht, so Kaffee oder sowas, ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht trinken, ne? Da bin ich absolut nicht der Typ für. Gerade nicht für so schwarzen Kaffee oder Bohnenkaffee oder sowas. Das ist. Ja. Nee. So Cappuccino, ja. So etwas süßere Dinge, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ganz cool, doch. So, jetzt halten wir uns hier fest und dann let's go. Lassen wir uns kurz hier durchsausen. Die werden das oder so jetzt nicht bekommen, also passt das. Wie gesagt, ihr überspringt halt wirklich sehr viel, wenn ihr diesen Glitch da anwendet, ne? Deine Arme sind ein bisschen kurz, mein Guter. Haha. Ihr bekommt mich nicht. Boah, wie der aussieht, ne? Richtig komisch. Ja, es dauert halt super lange, ehe man hier durch ist. Wenn er schlau wäre, würde er einfach diesen Hebel umlegen. Das wäre viel, viel einfacher für dich, oder? Weiß nicht. Super komisch. So. Naja, der wartet da schon. Ja, wie gesagt, normalerweise kommt er dann, also wenn ihr den Glitch anwendet, kommt er dann hier raus und könnt dann einfach durchgehen. Einmal da runter. Umpa, Lumpa, Dumpeldi, du. Ja, er schmeißt erstmal ein paar Flaschen auf mich zu. Haha, ihr kriegt mich nicht. Nühü. Nein, nein. Da habt ihr gar keine Chance ranzukommen. Nein, auch die Twins haben keine Chance gegen uns. Aber wir haben die nicht getötet, ne? Also, wenn man tötet. Ich weiß gar nicht, hat man. Den Janitor, meint er, den hat man getötet? Bin mir gar nicht so ganz sicher. Ich denke, der Janitor wurde nicht unbedingt gekillt. Hm. So, wir sind immer noch nicht fertig mit dem Chapter. Wir müssen erstmal jetzt über diese riesigen Rohre laufen. Und dann sehen wir das erste Mal unsere Gäste. Die auch von den. Oh, nicht runterfallen. Die auch von den Köchen verarbeitet werden. Nur mal so am Rand. Weil wenn ihr das nämlich euch ein bisschen genauer anschaut, das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Da sieht man nämlich ganz gut, was die da. Naja gut, ich sag mal, man sieht es jetzt nicht genau, aber man kann sich, glaube ich, denken, was da passiert. Das Fleisch, was da geschlachtet wird. Ja, da können wir uns nämlich das mal anschauen. Aber das müssen wir kurz warten, weil ich sehe hier nie irgendwas. Und Six. Geil, wir fallen schön runter in die Soße. Sehr geil. Ich liebe es, in Soße zu fallen, ne? So, jetzt wollen wir mal nach oben klettern. Es dauert halt sehr lange, ehe man da oben ist. Aber in der Zeit können wir uns natürlich auch mal anschauen, was die Dudes da machen. Da ist es nämlich. Der Fährmann, der hat wahrscheinlich auch Six hierher gebracht, um das mal nochmal aufzugreifen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das gemacht hat, aber ich denke schon, weil wie soll Six sonst auf den Moor gekommen sein? Ansonsten sieht man hier die Gäste, die alle sehr, sehr fleischig sind und sehr gut genährt, nennen wir es mal so. Die sind halt, ja, die sind halt Futter, ne? Ich meine, die Moor ist halt so ein Platz der Ordnung. Die werden halt genährt und gefüttert und alles und dann wird sich da halt, dran geleibt oder wie man das nennt, ich weiß es auch nicht. Aber man sieht es ja ganz gut, die sind halt alle, die haben auch alle Masken auf, wie man das sieht, ne? Also zumindest der Großteil, hier vorne der eine hat eine Maske auf, der hat eine Maske auf, die halt auch. Ich vermute auch mal, dass die auf die Moor kommen, weil die denken, dass sie vielleicht besseres Leben bekommen würden oder sowas. Aber die sind halt alle schon durch diesen Fernsehturm von Mono so krass verstört und auseinandergenommen, dass man halt nicht sagen kann, dass sie ein besseres Leben bekommen. So, wir gehen jetzt aber hier in die Röhre rein. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran an dem kleinen, wundervollen Chapter der Küche. Und wir haben die Twins ein bisschen besser kennengelernt. Ja, die sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Dudes. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Dankeschön fürs Reinschauen. Bye, bye. Wir sehen uns im nächsten Video.